Texas. Weites Land, endlose Prärie, unübersehbare Büffelherden, eine Sonne so heiß wie die ewige Glut der Hölle, saftiges Weideland und rote Felsen. Das ist Texas. Texas, wo der wilde Westen zu Hause ist, wo Indianer mit Pfeilen und Messern hinter jeder Ecke lauern, wo sich Büffeljäger, Lassowerfer, Spurenleser, Whiskytrinker, geheimnisvolle Fremde und Sheriffs treffen und jede Sekunde bereit sind, das tollste Abenteuer ihres Lebens zu erleben. Wilde Westin, der ist wild, oh Sheriff Yippie Brown. Tagtäglich trägt man Blei gefüllt, 10 Mann aus Texas Town. Der wilde Westin, der ist wild, oh Sheriff Yippie Brown. Tagtäglich trägt man Blei gefüllt, 10 Mann aus Texas Town. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Don digi 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 don don don, don digi 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 don. Don digi 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 don don don, don digi 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 don. Old boy, gib acht auf deine Birn, oh Sheriff Yippie Brown. Mit einer Kugel im Gehirn kannst du kein Haus mehr bauen. Old boy, gib acht auf deine Birn, oh Sheriff Yippie Brown. Mit einer Kugel im Gehirn kannst du kein Haus mehr bauen. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Die Sonne brannte erbarmungslos auf die Mäusehauptstadt Katzelbach. Die Mäuse hatten sich unter die Erde verkrochen und ihre Pfoten zur Erholung in den kühlen Ackerboden gegraben. Oben auf dem Feld war kein Mauseschwanz zu sehen, so weit das Auge reichte. Plötzlich tauchte am Horizont eine Gestalt auf. Sie kam vom Maulwurfsgebirge herunter und ging mutterseelenallein und einsam über den Kartoffelacker. Als der Fremde näher kam, konnte man ihn genau betrachten. Auf den ersten Blick konnte man sagen, ziemlich klein und keine Muskeln. Aber noch etwas fiel sofort auf. Der Fremdling hatte den Gang eines Cowboys. Breitspurig, mit nach innen gerichteten Stiefelspitzen. Die Arme hingen an den Seiten herunter wie zwei Steigbügel. Dabei zeigten die Handflächen nach hinten, was bei starken Männern ein Zeichen von großer Kraft ist. Er hielt den Oberkörper leicht vorgebeugt, was bei gefährlichen Männern ein Zeichen von besonderer Wachsamkeit ist. Auf dem Kopf trug er einen Cowboyhut. Mit 5 Löchern. Das konnten Schusslöcher von einem Trommelrevolver, aber auch Mottenlöcher sein. Es gab keinen Zweifel, der Fremde kam aus Texas. Als er auf 275 Zentimeter herangekommen war, konnte man deutlich erkennen, dass es ein Mäuserich war. Sehr klein, doch mit auffallend dichtem Bartwuchs. Auch der Schwanz war etwas länger als üblich bei den Mäusen in dieser Gegend. Aber das konnte täuschen, denn nicht zu Unrecht sagt ein Mäusesprichwort, an einer kleinen Maus sieht alles groß aus.
Der Mäuserich ging, wie es in Texas üblich ist, breitbeinig mitten auf der Straße, mitten in die Stadt Katzelbach. Plötzlich blieb er stehen, steckte zwei Finger in den Mund, holte tief Luft und stieß den Mäuseherausrufpfiff aus. Wie die Blitze kamen die Mäuse aus ihren Löchern, rieben sich die Augen und schimpften. Wer ist denn das? Was will der denn hier? Hey, was soll denn das? Was pfeifst du da herum bei dieser Hitze? Du hast wohl eine Schlinge im Schwanz. Oder vielleicht einen Drall in der Kippe. Ruhe! Ich bin Josef Mehlsack. Der Bürgermeister von Kassel. Ja, lass den Bürgermeister sprechen. Sei doch mal still. Und ich frage Sie im Namen meiner Bürger. Wer sind Sie? Ja, wer ist... Wo kommen Sie her? Ja, wo kommen Sie her? Ich heiße Yippie Brown und komme aus Texas. Aus Texas? Aus Texas. Ui, Texas. Seht nur, sein Hut hat 5 Kugellöcher. Ja, 5. Seine Jeans sind aus Hirschkäferleder. Ja, Hirschkäferleder. An den Stiefeln hat er silberne Spuren. Ja. Der Mann kommt tatsächlich aus Texas. Ja. Er kommt aus Texas. Seid doch mal ruhig, ihr Mäuschen. Ich, Josef Mehlsack, Bürgermeister von Katzelbach, frage, was Sie sind und was Sie treiben und ob Sie bei uns wohl bleiben. Ich war lange Zeit Sheriff in Moccasin Flat, einer riesigen Stadt in Texas. Ich war sogar doppelter Sheriff. Aber ich rede nicht gerne darüber. Wir Männer aus dem Wilden Westen sind sehr schweigsam. Habt ihr es gehört? Er war Sheriff in Texas. Ja, sogar doppelter Sheriff soll er gewesen sein. Doppelter Sheriff. Das ist interessant. Mhm. Ja, das ist interessant. Mann, erzählen Sie. Ja, erzählen Sie. Abenteuer. Na los, fangen Sie an. Das ist aber eine harte Geschichte. Mach's. Dazu muss man Nerven wie Eisenbahnschienen haben. Erzählen Sie. Wir hören gerne. Eine harte Geschichte. Ja, Geschichte vom doppelten Sheriff. Man sagt, wenn eine Maus schöne Geschichten hören kann, dann ist ihr alles egal. Die Mäuse vergaßen die Hitze und stellten sich dicht um den Fremdling herum. Yippie Brown setzte sich auf eine Kartoffel, zog das eine Bein etwas an, ließ das andere herunterhängen und legte die Pfote ganz locker auf das hochgezogene Knie. So wie es die Männer am Lagerfeuer tun, wenn einer erzählt. Ich kam damals also von Süden. Vom Süden? Hatte 7 Monate Gold geschlürft. Wenn ich etwas sagen darf, das heißt Gold geschürft und nicht geschlürft. Mann, unterbrechen Sie mich nicht. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Bartholomäus, der Mäusevater. Ich habe studiert. Studiert? Ja, wo denn? Wie denn? Ich habe einmal 7 Tage in der Posttasche eines Briefträgers gewohnt. Und jeden Tag nichts anderes getan als Briefe, Postkarten oder Drucksachen gelesen oder gefressen. Ah, das stimmt, das stimmt. Sehr gescheit. Bartholomäus ist die gescheiteste Maus von ganz Katzelbach. Ja. Danke dir. Und ein Held, denn er ist dem Kater Bimsel schon 9-mal entkommen. Kater Bimsel ist sehr stark und schlau. Ja, aber Bartholomäus, der Mäusevater, ist noch schlauer. Ja. Okay, das ist eine süße Maus. Außerdem soll er ein Taschenlexikon von 1928 ratzeputz aufgefressen haben. Ja, was ist... Soll ich nun weiter erzählen oder nicht? Weiter erzählen. Also, ich hatte Gold gesucht. Hatte aber in 9 Monaten nicht mehr als eine Handvoll gefunden. Ui, das ist weh. Denn ich war damals noch kein Erfolgsmensch. Wenn ich etwas sagen darf, na bitte. Vorhin sagten Sie 7 Monate und jetzt sagten Sie 9. Also ist eines von beiden gelogen. Ach, Bartholomäus, gelogen oder nicht? Hauptsache, die Geschichte ist schön. Ja, weiter erzählen. Also, mein Weg führte mich nach Moccasin Flat. Ich ging geradeaus in den Western Saloon, schwang mich auf die Bar und bestellte 3 doppelte Whisky. 3 doppelte? Also einen 6-fachen. In diesem Saloon spielte ein grauhaariger Neger Klavier,
Und neben der Türe zum Boreau hing ein Speckbrief. Wenn ich etwas sagen darf, es heißt erstens nicht Boreau, sondern Büro. Ja, ja. Und zwar, ja, und zweitens nicht Speckbrief, sondern Steckbrief. Ja. Ein Steckbrief erleichtert das Auffinden und Ergreifen eines gefährlichen Verbrechers und verspricht den Leuten eine Belohnung, wenn sie den oder die Verbrecher fangen helfen. Mensch, Mann, wer kennt denn nun die Geschichte? Ja, sie oder ich? Na, soll ich nun weiter erzählen? Lass mich mal weiter erzählen. Also, Ruhe! Es hing also ein Brief an der Wand. Gesucht, Mackie Kanone und Doppelflinten Jack. Gemeingefährliche Verbrecher. Wer einen der beiden unschädlich macht, bekommt eine Sheriff-Anstellung und 500 bare Dollar. 500? Unterzeichnet Präsident Hosenfeld. Wenn ich etwas sagen darf... Nein, jetzt darfst du nichts mehr sagen. Aber das heißt doch, der Mann heißt doch Präsident Roosevelt. Richtig. Erzähl weiter. Ich saß also an der Bar. Ich weiß nicht mehr genau, über was ich nachdachte, als es plötzlich krachte. Jemand hatte blitzschnell die Schwingtüre zum Saloon aufgestoßen und schon standen sie da. Breit wie zwei Kirschen. Mackie Kanone und Doppelflinten Jack. Über ihre Schultern schien die Sonne von Texas. Im Sonnenstrahl tanzte der Staub. Yippie Braun erzählte und in den Mäusegehirnen begann es zu klicken. Jede Maus stellte sich nun ganz genau vor, wie das so war mit Mackie Kanone und Doppelflinten Jack in Moccasin Flat. Yippie Braun erzählte gerade, drei Schüsse krachten und drei Whiskyflaschen zersprangen im Regal hinter der Theke. Ruhe! Ich bin Mackie Kanone. Mackie Kanone. Will einer was sagen, Leute? Ich bin Doppelflinten-Jack. Ja, auch noch. Am besten eine Schnauze halten und genau das getan, was wir sagen. Cowboys, Pfoten zum Himmel. Ja. Und Mäuse auf den Tisch. Aber fix, ihr Blindschleichen und Blattfußtrapper. Ein bisschen Dalli, sonst knallt's. Mäuse auf den Tisch, habe ich gesagt. Aber plötzlich. Mäuse auf den Tisch. Ich bin schon auf dem Tisch. Oder gibt es hier noch mehr Mäuse? Was wollen Sie denn von mir? Schau dir den an, Doppelflinten-Jack. Wenn wir Mäuse sagen, dann meinen wir Pinke-Pinke. Money, Silberkröten, kleine Dollarchens. Merkt ihr das? Also raus mit dem Zaster, sonst ziehen wir dir das Fell über die Ohren, du Rattenschwanz. Rattenschwanz! Rattenschwanz! Was? Rattenschwanz? Rattenschwanz! Rattenschwanz! Hey, hopp! Was war denn das? Bitte die beiden! Nehmt sie gefangen! Bitte die beiden! Auf den Kopf der beiden stehen 500 Dollar! So, das hätten wir geschafft. Nun ab ins Gefängnis mit den Gangstern! Hinter Schloss und Riegel mit den Halunken! Halt! Halt, Freunde, halt! Ruhe! Wer von euch hat gesehen, wer die beiden Banditen erledigt hat? Ich! Der kleine Graue da hat sie mit einem einzigen Schlag umgehauen. Jawohl, ich habe es auch gesehen. Ha, die sind umgekippt wie zwei nasse Mehlsäcke, sage ich euch. Hey, du, komm her. Scheinst ja mächtig Dampf in den Knochen zu haben. Wie heißt du eigentlich? Ich? Ich heiße Yippie Braun. Yippie Braun? Du bist ein Mordskerl, Yippie Braun. Ich bin Old Sam Safe, Bankhalter und Richter in Moccasin Flat. Ich mache dich zum Sheriff von Moccasin Flat. Er muss sogar doppelter Sheriff werden. Ja, doppelter muss er werden. Wieso? Wieso doppelter Sheriff? Das gab's doch nie. Hammerschlag Joe hat recht. Yippie Braun muss doppelter Sheriff werden. Weil er die beiden mit einem
einzigen Schlag erledigt hat. Richtig. Jawohl. Ja, das ist gut. Auf dem Steckbrief steht nämlich, wer einen der beiden Gangster unschädlich macht, bekommt als Belohnung eine Sheriff-Anstellung. Genau. Richtig. Also muss Jippi Braun zwei Sheriff-Anstellungen bekommen. Ja, richtig. Ja. Jippi Braun hat beide unschädlich gemacht. Also muss er zweifacher Sheriff werden. Und zweifach ist doppelt. Jawohl, richtig. Gut. Jippi Braun wird doppelter Sheriff von Moccasin Flat. Hiermit ernenne ich Jippi Braun zum doppelten Sheriff. Ja, bravo. Er den Sheriffstern und den Ersatz-Sheriffstern gleich darunter. Ein Hoch auf Jippi Braun, Freunde. Den doppelten Sheriff von Moccasin Flat. So war es. So erledigte Jippi Braun die beiden gefährlichen Gangster Mackie Kanone und Doppelflinten-Jack und wurde doppelter Sheriff von Moccasin Flat. In Gedanken natürlich. Die Mäuse von Katzelbach saßen mucksmäuschenstill um Jippi Braun herum. Sie trauten sich kaum zu atmen. So spannend fanden sie die Geschichte vom doppelten Sheriff von Moccasin Flat und den beiden Banditen Mackie Kanone und Doppelflinten-Jack. Mann, oh Mann, das war stark. Stark, ja, stark übertrieben. Ach was, übertrieben oder nicht, Hauptsache die Geschichte ist schön. Und schön war diese Geschichte. Ja, und wie, sogar sehr schön. Sehr schön. Sagen Sie einmal, Jippi Braun, wie war das nun wirklich? Ich meine, haben Sie die beiden Banditen tatsächlich mit einem einzigen Schlag umgehauen? Oder? Ja, um die Wahrheit zu sagen, eigentlich hatte ich damals ein bisschen Angst und wollte flitzen. Was ist das? Das heißt abhauen. Ich wollte zwischen Mackie Kanone und Doppelflinten Jack durchspringen. Dabei streifte ich mit meinem Bart die Gesichter der beiden und das hat sie umgehauen. Nein! Na seht ihr Mäuse von Katzelbach, dieser Bart hier, ist das wahre Geheimnis. Ja, fühlt einmal, er ist hart wie Eisen und in ihm steckt die Kraft von 100 Elefanten. Oh, tatsächlich hart wie Eisen, lasst mich auch einmal fühlen. Ui, ui. Oh, Mensch, ist das ein Bart. Wilde Westin, der ist wild, oh Sheriff Jippi Braun. Tagtäglich trägt man Blei gefüllt, 10 Mann aus Texas Town. Der wilde Westin, der ist wild, oh Sheriff Jippi Braun. Tagtäglich trägt man Blei gefüllt, 10 Mann aus Texas Town. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Don't diggy 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 don't don don't don't diggy 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 don't don't diggy 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 don't don don't don't diggy 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 don't. Wilde Westen, der ist wild, viel wilder als man denkt. Ein Dieb wird dort sofort gekillt, erschossen und gehängt. Der wilde Westen, der ist wild, viel wilder als man denkt. Ein Dieb wird dort sofort gekillt, erschossen und gehängt. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin, doin digi 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 doin. Doin digi 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 doin doin doin. Thank you.
Wer einmal im Wilden Westen gewesen ist, und sei es auch nur in Gedanken oder in Träumen, der kann viel erzählen, denn der weiß eine Menge toller Geschichten. Yippie Braun, der Mäusesheriff, das war so einer. Der konnte Geschichten erzählen, eine nach der anderen. Geschichten aus Texas. Texas, das bedeutet Gefahr, wilde Pferde, Spuren lesen, Cowboys, Indianer, Karl May, Lagerfeuer und Marterpfahl. Wer lebend aus dieser wilden Gegend herauskam, der musste ein Teufelskerl sein, sagten sich die Mäuse von Katzelbach. Sie bestaunten Yippie Braun mit Begeisterung. Yippie Braun hat sich ihnen als doppelter Sheriff von Moccasin Flat vorgestellt. Einige der Mäuse von Katzelbach wollten ihm anfangs nicht so recht glauben, was er alles erzählte, und sie sagten, Yippie Braun sei eine Lügenmaus. Aber es konnte ja gar kein Zweifel sein, Yippie Braun kam aus Texas. Wie er da stand, den breiten Cowboyhut ins Genick geschoben, der 5 respektable Löcher aufwies, wahrscheinlich Kugellöcher, die Augen halb zusammengekniffen und den linken Mundwinkel etwas hochgezogen. Diese Maus war ein Sheriff. Daran gab es nichts zu rütteln. Wer das nicht sah, war ein Dummkopf und kannte sich in der weiten Welt nicht aus. Yippie Braun, weißt du noch eine Geschichte? Ach ja, bitte. Eine Geschichte? 10, 20, 100, 1000, Millionen, Milliarden. Ach, was sag ich? Unzählige, weiß ich. Geschichten aus Texas, die euch die Bar... Bitte, eine ganz tolle. Weißt du eine von Indianern? Eine? 100.000 weiß ich. Ach, was sag ich? Millionen, Milliarden, unzählige Geschichten. Und eine besser als die andere. Erzähle, Yippie Braun. Erzähle uns die beste. Ja, fang schon an. Na gut, ich erzähle euch eine Geschichte. Eine Indianergeschichte. Yippie Braun, erzähle eine Geschichte. Bravo, Yippie Braun, eine Geschichte. Ja. Ich erzähle euch die Sache mit den Comanchen. Zu der Zeit, da ich, Yippie Braun, doppelter Sheriff in Moccasin Flat war, hatten die Comanchen das Kriegsbeil ausgegraben. Na, bekanntlich hatten sie es eigentlich immer ausgegraben. Damals aber ganz besonders. Um Moccasin Flat stand es schlecht. Auf 7 bewaffnete Männer kamen mindestens 400 Indianer. Ui, 400 Indianer? Ja, so war ich Yippie Braun bin. 400 auf 7. Wagte sich ein Mensch in Moccasin Flat auch nur einen halben Meter vor die Haustür. Schon schwirrte ein Pfeil durch die Luft. Zzt, Treffer aus. Ui, Treffer aus. Ja, ich persönlich war der Einzige, der sich auf die Straße wagte. Er war der Einzige, der sich auf die Straße wagte. Ich hatte auch schon meine Cowboy-Hosen aus Leder. Hier, fühlt mal. Oh Mann, echtes Hirschkäferleder. Ja, Hirschkäferleder. Toll, und ganz weich und ganz glatt. Ja. Leder macht viel aus. Ja. Das könnt ihr mir glauben, ihr Mäuse von Katzenbach. Das glauben wir. Jeder Pfeil rutscht daran ab, wie an guter Butter. Rutschte Butter. Und dann war ich auch sehr flink. Ja. Kam ein Pfeil geflogen, legte ich mich blitzschnell flach auf die Erde. Schwanz daneben. Volle Deckung, sauste der Pfeil über mich hinweg. Der Anführer der Comanchen hieß Shankar Tahuda. Das war einer der gefürchtetsten Indianerhäuptlinge weit und breit. Was heißt eigentlich Shankar Bermuda? Das heißt doch nicht Shankar Bermuda. Wankatanuba hat er doch gesagt. Nein, Tankalatuba. Nein, Shankar Bermuda hat er gesagt. Shankar Tahuda, habe ich gesagt. Und was heißt das? Das? Ja. Das heißt, Shankar Tahuda, das... Das heißt so viel wie Feuerzahn einer stinkenden Eule, der mit einem einzigen Biss 200 stinkige Bleichgesichter zu töten vermag. Mit einem Biss 200. Hört. Die Comanchen hatten sich eine besondere List ausgedacht.
Immer wenn meine Leute sich aufs Ohr gelegt hatten und eingeschlafen waren, ritten die Indianer leise bis auf 5 Meter an die Barrikaden von Moccasin Flat heran, ließen 12 Pfeile in die Barrikadenstämme sausen und stießen ein wildes Kriegsgeheul aus. Ja. Das Ganze wiederholten sie in einer Nacht 100 Mal. In einer Nacht 100? Meine Männer waren schon ganz verrückt und sie wussten sich keinen Rat mehr. Keine Nacht mehr durchschlafen. Das ist hart. Ja, das ist hart. Das ist furchtbar. Yippie Braun erzählte, und die Mäuse spitzten die Ohren und duckten die Köpfe. So gespannt hörten sie zu. Es machte Klick in den Mäusegehirnen und jede Maus hörte die Pfeile schwirren und das wilde Kriegsgeheul der Indianer. Und jede Maus stellte sich ganz genau vor, wie es damals war. Damals in Moccasin Flat, als Yippie Braun doppelter Sheriff war. Verdammten Rothäute machen mich noch verrückt. Alle paar Minuten kommen sie angeritten, lassen 12 Pfeile in die Barrikaden zischen und dann verschwinden sie wieder. Ich möchte bloß wissen, was das zu bedeuten hat. Ja, das ist doch sehr einfach, Sam. Das ist Tick-Tack. Soviel ich weiß, nennt man das so. Tick-Tack. Du hast wohl in der Schule geschlafen. Ne? Taktik nennt man sowas. Ach Taktik. Du, ich weiß doch Bescheid über Kriegführung. Ich war im 18. Regiment, 17. Reservemat. Als wir anno damals über den Mississippi schifften. Ja, also du willst mir was erzählen, ja? Ausgerechnet du. Als ich, anno Dominik, Waldläufer unter Colonel Bloody Hammer war, hast du noch in den Windeln gejodelt. Hey, du, sag das nochmal, dann kannst du aber halt, was... Halt, halt! Spielt doch nicht verrückt, ihr beiden. Ist doch wahr. Ach, im Augenblick haben wir andere Sorgen. Ob Taktik oder Tick-Tack. Jedenfalls ist das Geheul der Insmen zum wahnsinnig werden. Am liebsten möchte ich Hickhack aus den roten Halunken machen. Ja, möchten, möchten. Möchten würde ich auch. Dazwischen möchten und können fließt der Mississippi. Na, kommt, lass uns wieder schlafen. Ach, das lohnt nicht mehr, denn es wird bereits Tag. Seht, es dämmert schon im Osten. Schaut dort. Was ist das? Was? Wo? Was? Sagt er schon, was da, weißt du denn? Da, dort drüben. Da in die blauen Bergen. Ja. Seht ihr denn nicht? Ja, das sind Rauchsignale. Ja, Rauchsignale der Comanchen. Ja. Wer kann das entziffern? Kann von euch einer Rauchsignale lesen? Klar, das kann Columbus Flynn. Der liest Rauchsignale wie ein Rektor die Tageszeitung. Na los, Columbus Flynn. Was signalisieren die Roten da? Still, still, Sam. Bin doch schon dabei, es zu entziffern. Donnerwetter, das ist ja interessant. Was ist Columbus, Flynn? Lies doch laut. Ja. Shankar Tahuda, Häuptling der Comanchen, sagt, Bleichgesichter von Moccasin Flat, Angriff 5 Uhr. Ewige Jagdgründe. Treffpunkt Roter Felsen. Hau. Was soll das heißen, Columbus? Hör zu. Männer von Moccasin Flat. Das bedeutet, in einer Stunde ist alles vorbei. Wenn es nach den Comanchen geht, dann werden morgen die Meisen unsere Knochen benagen und unsere Skalpe vor den Wigwams der Roten in der Sonne trocknen. Nicht solange wir unseren Sheriff Yippie Braun haben. Jawohl. Männer, Männer, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mit 5 Uhr meinen die Insmen die Stunde um den Sonnenaufgang. Ihr wisst ja, die Indianer greifen nie wie die gemeinen Katzen bei Nacht an. Sie kommen zusammen mit der Sonne von Osten und bringen den Tod.
Lasst uns alles für einen guten Empfang vorbereiten. Hey, bei dir ist der Wasserspiegel im Kleinhirn wohl nicht mehr in Ordnung. Wieso? Einen Empfang willst du für die Roten vorbereiten? Vielleicht mit Hillbilly-Musik? Was, wo nicht mehr alle Tassen im Schrank? Du Idiot, du! Mit Empfang meine ich doch, dass wir die Comanchen mit Blei vollpumpen, noch ehe sie uns in die ewigen Jagdgründe schicken. Ah. Und jetzt doch ab, du Idiot, und hole Yippie Braun, unseren Sheriff. Der weiß am besten Bescheid, was zu tun ist. Nicht mehr nötig. Bin schon hier, Leute. Weiß über alles Bescheid. Habe die Signale selbst gelesen. Wie kommst du so schnell hierher, Yippie Braun? Ja, wir dachten, du bist im Office. Ja, einfach toll, wie du das machst. Ein guter Sheriff ist immer da, wo er am wichtigsten ist. Und jetzt bin ich hier am wichtigsten. Alles hört auf mein Kommando. Fürchtet euch nicht, Leute von Moccasin Flat. Yippie Braun nimmt die Sache in die Hand. Bringt Frauen und Kinder in die Blockhütten in Sicherheit. Die Dächer mit Wasser bespritzen, damit die Brandpfeile der Indianer sie nicht so leicht in Brand stecken können. Alles hinter die Barrikaden. Gewehre laden. Haltet eure Colts griffbereit und füllt die Magazine. Hammerschlag Joe und Columbus Flynn zu mir. Rollt mir das leere Heringsfass 5,50 Meter vor das Barrikadentor. Männer von Moccasin Flat, jetzt hört mir genau zu. Ich gehe jetzt auf dem Heringsfass vor dem Barrikadentor in volle Deckung. Die Indianer werden durch das Tor in unsere Stadt wollen. Sie müssen also an dem Heringsfass vorbei. Auf dem Heringsfass aber stehe ich. Ich, Yippie Braun, und hole einen nach dem anderen der Roten vom Pferd. Ihr habt nichts weiter zu tun, als mir Feuerschutz zu geben. Achtung! Alles auf die Plätze! Die Comanchen kommen! Auf die Plätze! Volle Deckung! Unser Sheriff ist schon auf dem Heringsfass! Köpfe runter! Was ist das? Seht, unser Sheriff steht mitten auf dem Heringsfass! Die Comanchen reiten auf ihn zu! Jetzt haben ihn die Ersten erreicht! Hoppla! Seht, Freunde! Yippie Braun holt die Indianer von den Pferden! Runter von den Geilen! Hey, yo! Gib's ihnen, Sheriff! Wie sie kurzen, wie die fliegen durcheinander! Mann, das ist ja unglaublich, wie Yippie Braun mit den Indianern umschlägt! An Yippie Braun kommt keiner vorbei! Achtung! Da kommen 20 Comanchen von links! Gebt Yippie Braun Feuerschutz! Ja. Moment, lasst sie erst etwas näher rankommen. Achtung! Jetzt! Feuer frei! Die Inzwen ziehen ab. Seht sie fliehen! Die Comanchen fliehen! Seht nur, wie sie fliehen, wie sie rennen, diese roten Hunde. Sie werfen Pfeil und Bogen weg, um besser rennen zu können. Da sitzen gleich welche zu dritt auf einem Jaul. Die können gar nicht schnell genug wegkommen. Männer von Moccasin Flat, die Roten sind in die Flucht geschlagen. Und wem haben wir das zu verdanken? Unserem Sheriff! Ja, unserem Sheriff! Yippie Braun! Ja, Yippie Braun soll leben! Yippie! Hurra! Yippie Braun! Cowboys, Männer, heute werfe ich eine Lage. Holt Yippie Braun, dann geht alles auf meine Kosten in den Crazy Horse Saloon,
an die Bar zu Charlie Feuerzeit. Ja, hey, Prima! Auf zu Charlie Feuerwasser! Ja, so war das damals in Moccasin Flat mit den Comanchen. Shankar Tahuda hat sich mit seinen Rothäuten in die Berge verzogen und seitdem wurde nicht ein Comanche mehr in Kriegsbemalung in Moccasin Flat gesehen. Ja, aber Yippie Braun, wie kam es denn dazu, dass die Comanchen, die Indianer, wie Fliegen von den Pferden purzelten? Ich meine, ja, ganz ehrlich. Tja, wenn ihr die ganze Wahrheit hören wollt, ja. So will ich nichts verschweigen und nichts hinzufügen. Nicht verschweigen. Als ich die Indianer auf ihren schnellen Pferden wie eine todbringende Schlange auf mich zukommen sah, da sprang ich mit einem einzigen Satz auf das Heringsfass und duckte mich. Bis auf einen halben Meter ließ ich die Roten auf mich herankommen. Bis auf einen halben Meter. Dann sprang ich auf, pumpte mächtig Luft in meine Lungen und streckte meinen Schnurrbart nach links und rechts, soweit ich konnte. Mein Schnurrbart war nun genau in der Höhe der Reiter und ich wischte die Comanchen mit meinem Bart von den Rössern wie nichts. Mit deinem Bart! Ja, sie fielen herunter, wälzten sich auf den Boden und der Sand kam ihnen in die Augen. Ja, sie konnten nichts mehr sehen und gerieten in Panik. Was ist denn Panik? Was ist Panik? Panik bedeutet Massenangst. Hey. Verwirrungen bei Menschenansammlungen. Hey. Taschenlexikon, Seite 341, Paragraph 9. Ungeordnetes Durcheinander menschlicher Wesen durch Angstgefühle, Furcht. Der muss mich doch immer unterbrechen. Na ja? Also ich rede kein Wort mehr, wenn der alles besser weiß. Nein! Heute rede ich kein Wort mehr. Ja, morgen vielleicht wieder. Yippie Braun? Ja, was ist? Du, sind die Abenteuer, die du da erlebt hast, auch wirklich und wahrhaftig wahr? Ja, sind sie wahr? Meine Geschichten sind wirklich und wahrhaftig wahr. Genau so war ich, Yippie Braun, doppelter Sheriff von Moccasin Flat gewesen bin. Aber ehrlich. Jeder Cowboy braucht ein Lasso und sechs Kugeln drin im Colt. Jeder Cowboy braucht ein schnelles Pferd und im Beutel etwas Gold. Jeder Cowboy trinkt den Whisky so als ob der Wasser will. Und Korbend trinkt er mit Hallo, 17 Flaschen völlig leer. Oh, Susanna, die Welt ist rund und rund. Und hast du ein Stückchen Blei im Bauch, dann bist du nicht mehr gesund. Oh, Susanna, ein Walfisch ist kein Hund. Und hast du ein Stückchen Blei im Bauch, dann bist du nicht mehr gesund. Wenn du mal im Wilden Westen bist, ja, dann denk ich stets daran, dass das graue Blei dein Leben frisst, fliegt es aus der Luft dich an. Und trifft dich ein Pfeil ganz blitzeschnell, zieh die Spitze nicht heraus. Denn sonst hast du ja ein Loch im Fell und dein Lebenssaft rinnt aus. Oh, Susanna, die Welt ist krumm und rund. Und hast du ein Stückchen Blei im Bauch, dann bist du nicht mehr gesund. Oh, Susanna, ein Walfisch ist kein Hund. Und hast du ein Stückchen Blei im Bauch, dann bist du nicht mehr gesund.